Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTU mal wieder am Start und wir machen heute die 100 Mario Herausforderung auf schwierig und ich bin gespannt. Waren es schon immer 16 Level? Ich dachte, das wären 8 Level gewesen, aber okay, anscheinend sind es 16 Level. Vielleicht wurde das ja geändert, wer weiß, ich spiele das normalerweise nicht, aber ich spiele es heute trotzdem mal, um es auch mal gezeigt zu haben. Und ja, mal schauen, wie das ankommt und mal schauen, wie die Level so werden. Wahrscheinlich komplett random. Und ja, Greninja's Tricky Trials. Okay, Greninja, den kenne ich ganz gut. Ist mein Second in Smash Bros. Und dann schauen wir nochmal. Ja, wir kriegen eine Amiibo auf jeden Fall. Gut, und Tricky Trials. Okay, das heißt, hier wird es ein paar Tricks geben. Ich versuche natürlich auch wieder die Herausforderungen so schnell wie möglich zu schaffen. Also ich versuche es nur, ja. Also jetzt nicht damit rechnen, dass ich das auch durchziehe. So, ich muss hier auf jeden Fall unten rechts. Okay, gut. Ja, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Aber ich versuche einfach mal so schnell wie möglich zu sein. Das kam ja auch bei normal gut an und jo. Dann probiere ich es hier auch mal. Und ja, Greninja ist jetzt Mario. Und Mario beherrscht diese Sprünge doch besser, oder? Na, ich hoffe doch. Jawohl. Oh mein Gott. Okay, ganz oben hin. Uff. Ja, ich warte mal ab, bis der Bu... Ja, gut. Ich warte nicht ab. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber der Buu-Kuh-Kreis war schon da. Also das Video ist nicht asynchron oder so, falls ihr das denkt. Und hier ist schon das Ziel. Oh yeah, jawohl. Dann haben wir ja schon mal das erste Level geschafft. Ging ja sogar recht flott. Ich glaube 70 Sekunden. Nice, not bad. So kann es doch weitergehen. Aber ich wundere mich echt, warum das jetzt 16 Level sind. Ich war mir so sicher, dass es 8 sind. Und ja. Und auf sehr schwer sind 6 Level, ja. Und da bin ich mir aber hundertprozentig sicher. Vielleicht wurde das ja auch mittlerweile erhöht auf 8. Keine Ahnung. Und das werde ich natürlich auch irgendwann noch spielen. Und, oh Gott, jetzt kommt ein Japaner-Level. Und davor habe ich Angst, vor Japaner-Leveln, weil die schon sehr komisch immer aufgebaut sind. Hier oben ist zum Beispiel ein Checkpoint, völlig random. Ich könnte mir die Kommentare anmachen. So. Ja, irgendwo ist ein unsichtbarer Block. Hier, gut. Brauche ich den Schuh? Oh mein Gott, das habe ich ja total dämlich gemacht. Den Schuh genau so zerstört, dass der in die Pflanze reingeht und ich ihn nicht mehr erreichen kann. Ja, da kann der Japaner nichts dafür. Das war meine Schuld. So. Aber jetzt Schuh, komm her. Und diesmal auch richtig. Okay. So. Würde ich sagen, habe ich einen Checkpoint erreicht. Jawohl, juhu. Aber wirklich, bringen tut er mir nichts, ne? Na gut, wo muss ich hin? In das Klo. Ja. Das ist mir zu eng. Ja, super. Ist da schon das Ziel? Ja, nee, das überspringe ich einfach mal. Das überspringe ich. Ja, da habe ich auch keine Bedenken. Bei Japaner-Leveln, die so komisch aufgebaut sind. Ja, ist es, denke ich mal, auch nicht so schlimm, wenn ich springe. Und jetzt Realm of the Crazy Clown Cars. Gut, dann bekomme ich ja trotzdem noch ein Clowns-Kutschen-Level. Und eine Feder. Eine Quasi-Feder. So, dann schauen wir mal, ob ich das Level überfliegen kann. Ich denke nicht, weil sonst ist es irgendwie komischerweise auf schwer eingeordnet. Und zwar unverdient. Aber, naja. Bisher läuft es ganz gut. Vielleicht kommt jetzt noch ein zweiter Teil, der dann super schwer ist. Aber ich denke nicht. Hier ist schon das Ziel, aber ich komme noch nicht ran. Ja, das war mir eigentlich schon fast klar. Ja, jetzt kommen die Clown-Cars und ich hoffe, das ist ein Boden. Ja. So. Verdammt. Das wäre eigentlich wichtig gewesen, dass ich den Kettenhund mit dem Tanuki zerstöre. Aber naja, gut. Ich habe es gerade noch geschafft. Und ja. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht beschossen. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Kettenhund? Ne. Das war ein lieber Kettenhund, der nichts macht. Ah, und die Buku-Kreise kann man auch so steuern. Interessant. Sieht man auch nicht so oft. Wow, Kettenhund. Oh mein Gott.
Von den Kettenhunden habe ich am meisten Angst. Und ein Hammerbruder, oh Gott. Ja gut. Vor Hammerbrüdern habe ich dann doch mehr Angst. Oh mein Gott. Gut. Ich hoffe, ich raste nicht aus in diesem Video. Und ja. Jetzt musste ich rausspringen, weil ich damit gerechnet habe, dass ich sterbe. Jo. Und jetzt muss ich von neu anfangen. Jawohl. Na super, und jetzt wurde ich eingesperrt. Oh, da oben hätte ich vielleicht sogar eine Abkürzung erreichen können. Und jetzt springe ich hier in die Clownskutsche rein. Jawohl, perfekt. Und jetzt bin ich doch gut gerüstet. Und jetzt kann mir auch ein Hammerbruder eigentlich nichts mehr entgegensetzen. Und ich hoffe auch die Bowser da am Ende nicht. Das wäre scheiße. Aber ich denke, das passiert jetzt nicht. So, wann kommen die Bowser? Jetzt kommen die Bowser. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Bowser? Bowsers? Das habe ich öfter schon mal gesagt. Aber gehört habe ich es eigentlich noch nie. Bowsers. Oder einfach die Bowser. Die Bowser. Wobei sich das auch ein bisschen komisch anhört. Oh mein Gott, die verfolgen mich aber schon stark. So, ich fliege einfach weiter und hier wäre das schon das Ziel gewesen. Und ist das auch insgesamt das Ziel? Ja. Okay, gut. Die Twomps musste ich nicht mehr beachten. Perfekt. Jo, hat mir grundsätzlich auch gefallen. Es hätte da noch einen Checkpoint geben können, aber man weiß ja nicht, wann das Level hochgeladen wurde. Von daher passt das schon. Und dann gehen wir weiter in Level 3. Und das ist 7777 Puzzle 2 Japaner. Ich könnte es jetzt schon mal konsequent überspringen, aber mache ich nicht. Gut. Zeigen mir die Items jetzt an, was ich brauche für den jeweiligen Raum oder was ich in dem jeweiligen Raum bekomme. Okay. Ah, für hier brauche ich dann wahrscheinlich den Yoshi. Ja, sehen wir dann gleich. Gut, dann denke ich mal, dass ich hier nichts erreichen kann. Naja, ich schau mal. Aber ich glaube nicht, ne? Nee. Oder? Nee, kann ich nicht. Und ich kann auch nicht auf Neustart drücken, weil wir hier in der 100-Mal-Herausforderung sind. Ich könnte das zwar machen, kurz bevor ich sterbe, aber die Todesanimation würde trotzdem kommen. So, wo muss ich zuerst hin? Vielleicht zum P-Switch. Nein, hier brauche ich das Springboard. Gut. Dann den Powerblock. Vielleicht. Ja, hier kriege ich den Powerblock und den kriege ich sogar sehr einfach. Dachte ich. Brauche ich da einen Glitch? Es gibt auf jeden Fall einen Glitch, womit das geht. Dass man sich da rausglitschen kann. Aber ich glaube, da muss man auch groß dafür sein. Vielleicht zeige ich den Glitch mal. Irgendwann. Mal schauen. So, dann muss ich doch vielleicht hier zuerst rein. Um den P-Switch dann irgendwann zu bekommen. Weil mit dem P-Switch kann ich dann den Powerblock bekommen. So. Hier brauche ich eine Bombe. What the fuck? Hier brauche ich eine Bombe. Ja, jetzt weiß ich leider nicht, wo ich rein muss. Also hier komme ich nicht rein. Oder ist hier oben noch was? Nein. Gut. Oder ich müsste groß sein. Aber es gibt ja keinen Pilz. So, was war hier nochmal? Der P-Switch. Hier komme ich nur mit Powerblock rein. Aber vielleicht kommt der hier raus. Da oben. Nee. Ich glaube nicht. Ja, und bei Yoshi kann ich nichts tun. Nö, da kriege ich zwar die Bombe. Nee. Ja, dann kapiere ich dieses Level nicht. Und werde es wahrscheinlich skippen. Ja, diese Japaner-Level. Die sind so komisch. Die sind so eigen. Ja. Wahrscheinlich ist die Lösung irgendwie total simpel. Aber ich komme halt nicht drauf. Und jetzt bin ich sogar gestorben. Ja, nee, das überspringe ich. Aber vom Prinzip her ist es schon cool, aber ich bin jetzt nicht auf eine Lösung gekommen. Zumindest bei meinem ersten Blick. Und dieses Level ist kein Japaner-Level. Aber so ein Level. Okay. Das hatte ich auch schon ein paar Mal und ich sollte jetzt nicht gequetscht werden. Ja, da habe ich noch gut reagiert und jetzt wurde ich doch gequetscht und da ist ein Checkpoint. So, das kriegen wir aber hin. Escalator Professional. Ich glaube, Professional hat er falsch geschrieben. Wenn ich mir das so im Augenwinkel noch angeguckt habe. So. Auch. Das wusste ich gar nicht, dass wenn man
selber in die Richtung läuft, dass die Wolke dann auch schneller ist. Gut, dann sollte ich es jetzt beim dritten Versuch aber bitte schaffen. Ich hoffe es zumindest. So, schnell hoch und dann runter. Ja, der Treffer ist egal. So, dann hoch, hoch, hoch. Und Checkpoint. Ja, der Checkpoint ist sehr wichtig. Und rein theoretisch kann ich hier schon ins Ziel springen, ne? Aber, ja, das geht, glaube ich, schon mit einem gezielten, geduckten Sprung. Also da ein Checkpoint war, könnte ich das eigentlich probieren, aber... Naja, ich habe es jetzt mal nicht probiert, ne. Aber vielleicht später noch, wenn dieser Teil hier mir zu blöd wird. Und ich hätte springen müssen. So. Come on. Ja gut, ich probiere es einmal. Ja, nee, das ist zu knapp. Das ist zu eng. Zu tight. Mein neues Wort. Okay. Dann versuchen wir es hier nochmal. In der Röhre. Und dann sind wir auch eigentlich gleich wieder an der Stelle. Brauche ich nicht mal schneiden. Oder? Nee. So. Und wir springen jetzt einfach ganz schnell nach rechts. Vielleicht hätte ich sogar einen Dreiersprung gebraucht. Die Pfeile. Und hier ist die Tür. Ist das das Ziel? Bitte? Nein. Ist hier was drin? Eine Ranke. Ich habe das Gefühl, ich muss da rein. Und ich habe das Gefühl, ich habe es verbockt. Oh mein Gott, da kommen Clowns kurz schon raus. Das ist auf jeden Fall ein Stern. Wenn ich den kriege, dann wäre das super. So, vielleicht habe ich jetzt die Idee ein bisschen geskippt. Die Yoshis bringen mir nichts. Wow, das ist aber sehr knapp bemessen. Ja, aber gerade noch geschafft. So, jetzt kriege ich den Yoshi und den P-Switch. Schnell denken. So, die Tür. Wo führt die mich hin? Ja, die Ranke bringt mir nichts, glaube ich. So. Oder ist hier auch eine Ranke? Kommt da eine Ranke? Ja, ist schon wieder so komisch. Hm. Okay, ich schaue mir den anderen Raum nochmal an. Ja, ein Pfeil nach unten. Super. Aber ich weiß nicht wo. Ich springe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Und vielleicht finde ich ja einen Block. Nee, gut, ich habe keinen Block gefunden. Ja, das heißt, ich springe jetzt einfach mal. Und... Hä? Okay. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Level nicht. Aber egal. Es ist die 100 Mario-Herausforderung. Da muss ich nicht alles verstehen. Genauso wenig verstehe ich jetzt, wo ich lang muss. Ich bitte hier lang. Ja, Checkpoint. Alles klar. So. Ah. Naja gut, dass es einen Checkpoint gab. Und jetzt beeilen wir uns ein bisschen. Ich hätte nach oben drücken müssen. Und das tue ich jetzt auch. So. Komm her. Oh, Mario. Ja gut, schon. So ein bisschen lasse ich mich doch so ein bisschen aus der Ruhe bringen, ne? Aber okay, das ist die 100-Mario-Herausforderung. Ich bin dann schon gespannt, wie es auf sehr schwer sein wird. Da werde ich dann wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig ausrasten. Verdammte Scheiße. So. Ja. Ich sag gar nichts mehr dazu. So, ich halte jetzt nach oben. Und dann ist Ruhe. Was? Ich habe doch nach oben gedrückt gehalten. What the fuck? Okay. Jetzt bitte. So, danke Mario, dass du auch mal ein bisschen kooperierst. So. Dann können wir das jetzt auch weitermachen. Gut. Da ist die Röhre. Kann ich da überhaupt rein? Ja, muss ich ja eigentlich. Von unten wahrscheinlich. Ja. Gut. Ist das das Ziel? Ziel, 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 Ziel. Jawohl. Juhu. Da trinke ich doch einen Schluck drauf. Ja, das war schon nicht einfach. Ah, der Mario, der wollte sich am Ende auch gar nicht festhalten an der Ranke. Ja, der wollte mich ein bisschen verarschen. Und ja,
Gehe ich mal auf weiter. Und ich habe den Rekord. Ja, das freut mich immer, wenn ich bei der 100 Mario Herausforderung einen Rekord bekomme. Vor allem, weil diese Level ja wahrscheinlich schon öfters gespielt worden sind. Und das ist ein Japaner-Level und die Zeichen wiederholen sich. Das bedeutet, dass das Trash. Oder halt so ein typisches Japaner-Level eben. So, ich probiere es ein paar Mal auf jeden Fall aus. So. Checkpoints. Ja. Warum ist hier schon wieder der Checkpoint am Anfang? Keine Ahnung. Ja, und ich weiß auch nicht, wo ich rein muss. In die Tür, in die Röhre. Ich habe das Gefühl, das ist trotzdem richtig. So. Ach, scheiße. Das geht nicht. Yo, P-Switch-Jumps. Kann ich aber nicht so gut. Und ich habe ihn getroffen und ich muss nicht auf Neustart drücken. Ich habe den P-Switch-Jump geschafft, aber bin trotzdem gestorben. So ein Scheiß. So. Aber das schaffe ich jetzt, bitte. Ach, ich bin beim Checkpoint. Ja, vielleicht ist der Checkpoint dafür gedacht. Und ich bin auch wieder Chorus, jawohl. So. Aber ich brauche den eigentlich gar nicht. Nö. Ich komme einfach so drüber, ja. So. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Erstmal zerstören. Ja, ich hole mir jetzt auf jeden Fall einen Yoshi. Ich denke, das ist das Sinnvollste, was ich machen kann. Ups. Wo ist der Yoshi hin? Yoshi. Na super, der stirbt jetzt hier. Ja, den kriege ich gar nicht mehr, oder? Naja, nein. Boah, was ist das für ein fieses Level? Na gut. Dann eben ohne Yoshi. Schaffe ich das ja wohl auch irgendwie. Ne? So. Ja, hier ist das Ziel. Jawohl. Ich sollte mir gar nicht so viel Gedanken machen und jetzt... Jetzt hält er sich fest, der Mario. Vorher nicht, aber jetzt schon, wenn er sich nicht festhalten soll. Ja, Mario ist eben doch ein... zickiger Mensch, so ein bisschen. Zumindest manchmal. So ein bisschen zumindest. So, ich gehe auf weiter. Und ja, ein Level mache ich noch. In diesem Part, denke ich. Und das wäre Extreme Frogger. Frogger, das alte Spiel, das kenne ich. Da muss man mit einem Frosch eine Straße überqueren und darf sich nicht überfahren lassen. Und ich habe jetzt mit einer Frosch-Amiibo gerechnet. Aber es ist irgendeine Amiibo immer. Bisschen schade. Ah, nun gut, es ist die 100 Mario Herausforderung. Ah, und hier ist ein Glitch. Aber wie ging der nochmal? Oder vielleicht wurde der gepatcht? Ja, das kann gut sein, dass das bereits gepatcht wurde, dieser Glitch. Weil normalerweise kann man jetzt hier so in die Wand gehen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es nicht geht, dann überspringe ich das. Ja. Ja, es kann sein, dass es gepatcht wurde. Von daher muss ich es überspringen. Ja, komm. Ja, so. No room to jump. Gut. Sterbe ich, wenn ich springe? Ist das eine Art Captain Toad, bloß mit Mario? Oder sowas? Ja. Ja. Ich habe hier echt keinen Raum zum Springen. Und das ist auch glücksbasierend. Mehr oder weniger. So. Oder ich mach's einfach so, ja. Da waren die Gummis noch in der Reihe und... Es ist so eine Art Don't Move Level. Aber, naja. Nicht so wirklich, ne? Ja, komm, ein Level mache ich noch, weil das war jetzt wirklich relativ kurz. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich hoffe, es kommt kein langes Level, sondern nur so ein mittleres. So. Help. Ja, Peach, ich komme. Dashy's Haunted House. Wer ist Dashy? Keine Ahnung. Aber Geisterhaus sieht auf jeden Fall wie ein längeres Level aus. Ich gehe mal nicht durch die Tür, weil ich denke, dass hier oben was ist. Aber hier oben ist nichts. Von daher gehe ich doch durch die Tür. Und eine Todestür. Jawohl. Oder war das eine Todestür? Ich glaube schon, ja. Gut, was muss ich machen? Mit dem Boost kann ich ja nicht wirklich viel machen, ne? Nee. Oder doch? Nee, kann ich nicht. Vielleicht ist hier ein unsichtbarer Block irgendwo versteckt. Ah, das glaube ich gar nicht. Ich muss auf jeden Fall hier in die Röhre rein. Okay.
Jo. Haha. Das ging ja dann doch etwas schneller als gedacht und... Ja, hier muss ich mich treffen lassen. Oh Mann, was ist das für ein Kacklevel? Neustart. Weil ich muss mich jetzt da bei den Zahnrädern schon treffen lassen. Aber vielleicht gibt es hier auch wieder einen versteckten Pilz irgendwo. So muss es eigentlich schon fast sein. Oder ich muss wirklich so schnell sein, dass es funktioniert. Ich probiere es mal. Das war schlecht. Ja. Ich drücke auf Neustart. Auch wenn ich weiß, dass es fast genauso lange dauert. So, probieren wir es noch einmal. Wir sind ja sofort wieder da. Gut, und diesmal konzentriere ich mich auf den Eisblock, dass ich den treffe. Und da ist ein Stern. Okay. Also wie erwartet, immer wieder versteckte Blöcke und renn mal hier los. Jawohl, perfekt. So, Todestür? Nein, zum Glück nicht. Und ich hoffe, ich brauchte den Stern nicht noch weiterhin. Das wäre etwas schlecht gewesen für mich. Aber es sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. So. Hier oben kann ich wahrscheinlich rein. Wahrscheinlich, ja. So. Oh, scheiße. Ja, habe ich es mir jetzt verbockt oder nicht? Nein, okay. Aber ich hoffe, ich musste nicht in den Schlitz rein. Das wäre richtig blöd. So, gibt es hier unsichtbare Blöcke? Nee, Swamp oder Fragezeichenblöcke? Ich nehme die Fragezeichenblöcke und Yoshi, P-Switch und Boo. Ja, zwei von drei Dingen liebe ich. So, die Frage ist nur, wo entlang ich muss. Ich denke, ich gehe wieder in Richtung Swamp und nehme den P-Switch hier mit. Jawohl. Ja, ich hoffe mal, dass das richtig hier. Oh, okay. Es sieht auf jeden Fall richtig aus. Und hier ist sogar das Ziel. Vielleicht habe ich sogar einen Teil geskippt. Und ja. Das war dann der erste Part der 100 Mario Herausforderung auf schwer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dann und ciao!